Der Vorhang fällt und ich werde jetzt endlich mein Haus iCrimex zeigen, der auch zufällig gerade zu Hause ist. Das ist also die beste Gelegenheit. Wird er lachen oder wird er böse sein? Oder wird er mich vielleicht sogar umbringen? Das erfahrt ihr bei einer neuen Folge der YouTuber-Insel. In diesem Video wird es richtig gefährlich, denn es ist soweit, Leute. Ich werde iCrimex heute mein Haus zeigen, Leute. Und der Prank wird jetzt vollstattet, Leute. Das wird richtig, richtig krass. Und ja, gut, ich habe nicht alles geschafft. Leider konnte ich das Aquarium nicht mehr befüllen. Dann fehlt mir oben ein bisschen Glas und so weiter. Aber all in all passt das eigentlich schon. Das sieht schon relativ gut aus, muss ich sagen. Hier geht es dann ja noch runter. Ich schließe das vielleicht einfach mal kurzfristig so. Aber man erkennt schon, was ich hier machen wollte. Und das heißt, Leute, der Prank. Ja, ich hoffe, niemand hat es ihm verraten. Der Prank wird heute vollstattet, Leute. Und ich würde sagen, wir gehen mal rüber und werden ihn mal ansprechen. Mal schauen, was er so macht. Dies, das. Mal gucken. Wir klingeln mal ganz vorsichtig, Leute. So. Ding, dong. Oh, Creeper. Ey, 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 ey. Wow, wow. Ding Dong. Digga, da ist ein Creeper. Warum lockst du Creeper hierher, Alter? Ich hab den erledigt. Aha. Das okay. war vor meinem Eingang, der Creeper. Was soll ich denn machen? Ja, dein Eingang? Ja, klar, mein Eingang hier vorne. Hier. Hey, du willst mich doch langsam, du willst mich doch komplett verarschen, oder? Hä, das ist, ich sollte in einen, Regel Nummer zwei, hä? Regel Nummer zwei, nicht das Haus betreten und einen eigenen Eingang haben. Du baust einfach, ich wollte heute eh noch mit dir reden, gut, dass du hier gerade bist. Okay, du ja, du baust gut. 1:1 meine Bude nach. Was und redest du da? Sogar die Eingangstür ist genau gleich. Hä, warte mal, wo baue ich denn dein Haus nach? Was, hä, was soll das denn? Digga, willst du mich gerade flachsen? Das ist 1:1 das gleiche hier. Alter, weil ich jetzt hier, hä, weil ich ein Haus baue, das ist null dasselbe. Das ist komplett anders. So, reingehen, dann zeig mir mal, was du gebaut hast hier. Hä, das kann nicht legal sein. Nur weil du mein Vermieter bist, kannst du dir einfach mein Haus angucken. Digga, Candy. Ja. Du willst mich hier pranken, sei ehrlich. Nein, was redest du? Bro, du hast ein... Oh mein Gott, Leute, jetzt sieht er das. 1:1, das, jetzt Digga, sieht das. Sieht aus wie meins, nur in Schmalspuren, hässlich hier. Hä, wo sieht das bitte aus wie dein Haus? Das ist null dein Haus. Bro, du hast hier die Sitzecke, du hast sogar die Küche nachgebaut. Leute, schaut mal, hier noch mal der regt sich richtig auf, schaut mal. Der Kamin ist 1:1 nachgebaut. Wo ist der Kamin nachgebaut? Den hat, also, keine Ahnung, ich war nie bei dir drüben, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ey, aua! Ey, warte! Nein! Oh mein Gott! Sei ehrlich, du willst mich doch hier gerade pranken. Nein, ich habe nichts nachgebaut. Was ist los mit dir auf einmal? Digga, so doof kann doch niemand sein. Jetzt stell dich hier nicht dumm. Was ist denn bitte, was soll an meinem Haus sein? Weil ich Glas benutze? Ist das dein Ernst? Hast du Patent auf Glas? Darf ich Cobblestone noch benutzen? Oder kommt dann Alphastein? Das ist 1:1 das gleiche, was du hier gebaut hast. Hier sogar die Feuerstelle, dann hier die Treppe, die hochführt. Ist halt hier noch unfertig, dann hier oben. Yo, sogar meine, ey Digga, sogar hier das Sonnendeck hast du nachgebaut. Schau mal. Ich habe nichts nachgebaut. Ich weiß nicht, was du denkst, was ich hier gemacht habe. Also, ne, Digga. Also, wir können... Nee. Hä? Ich versteh's nicht wirklich. Ach so, jetzt versteh's. Du willst mich hier irgendwie hochnehmen. Ja, alles gut, wir haben alle gelacht. Ist okay, aber kann ich jetzt mein Haus weiterbauen? Ich muss hier drüben noch einen Pool bauen, habe ich mir gedacht. Hier so einen schönen Pool hin. Ey, ach, Digga, ey, nee, das mit war jetzt Soul zu viel. Mit Soul Sand auf dem Boden, das weißt war, du? Digga, das war zu viel. Warum? Was ist denn? Das war zu viel. Das war zu viel. Bro, ey. Was? Als ich das gesehen habe. Als ich das hier unten gesehen habe, was du hier baust. Ich habe noch eine Idee. Aber erzähl weiter, ja? Du hast es gesehen und dann? Bro, Digga, ich habe hier mir voll was Schönes überlegt. Ja. Was Einzigartiges, was sonst niemand hier auf der YouTube-Insel hat. Habe ich auch überlegt, ja. Und du hast nichts Besseres zu tun, als 1:1 genau das Gleiche daneben zu bauen. Hä? Was? Jetzt ist das doch gar nichts Besonderes mehr, was ich da habe. Wie? Ich habe keine Ahnung, was du da hast. Aber was, guck mal, hier vorne habe ich mir gedacht, baue ich mein Bett hier so ein bisschen im Boden eingelassen. Ein mit so weißem Teppich noch. Oh mein Gott, Leute! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, der regt sich ja richtig auf. Okay, wir laufen schon rüber. Ey! Ey! Alter, das hat... Ey! Hallo, wo ist er jetzt hin? Das gibt's doch nicht! Stehen bleiben! Ja, ich bin hier bei dir. Ja, jetzt pass mal auf. Was sollte das denn jetzt? Nur weil ich jetzt hier ein bisschen besser baue als du, erledigst du mich einfach? Alter. Ja, ich glaube, ich bin hier. Also, guck mal. Candy. Ja. Candy. Ja. Komm her zu mir. Komm ja. her. Komm ich hatte her. Noch eine Idee. Ich habe Ideen, da kommst du gar nicht drauf. Komm doch mal schnell mit. Da würdest du niemals drauf kommen. Er will mich veräppeln, Leute. Er will mich pranken. Ich habe mir anders nicht gedacht, kann's nicht sein. Ja. Dass ich quasi, und das wüsstest du gar nicht, wie das geht mit Redstone und so einem Sticky Piston, dass hier die Wand aufgeht, dass ich dann runterfahren kann. Wow.
Okay, stopp. Okay, ja, okay. Wir haben jetzt drüber gelacht. Okay, okay, Max, du willst ja mich pranken, sei ehrlich. Du willst mich hier pranken. Okay, it's just a prank. Das war ein Prank, okay? Ja, ich weiß. So, okay. Jetzt gibst du zu, ist ein Prank, ne? Es war ein Prank gewesen, ja, aber du bist drauf reingefallen. Also sag dir ehrlich, du hast dich schon gut drüber aufgeregt. Aber ich muss sagen, jetzt wo das Haus steht, gefällt mir das eigentlich. Ich werde es, glaube ich, so lassen und hier wohnen, glaube ich. Das ja, nee, nee. Hier eine Küche. Wie? Nee. Was? Das wird weggerissen hier. Weggerissen? Was? Dein Haus wird abgerissen. Alter, ich habe 1000 Kabel hier. Hä? Ich bin hier der Einzige, der ein Penthouse hier hat. Penthouse, ja, verstehe. Aber mein Penthouse ist ja quasi auf links gedreht. Weißt du, wie ich meine? Das ist egal. Ich bin hier der Einzige, der diesen Berg bebaut. Du kannst gerne irgendeine Wohnung an einem anderen Berg, vielleicht an dem da vorne bauen. Aber deine Wohnung steht nicht hier direkt neben meiner und sieht auch nicht genauso aus. Wie? Das verstehe ich jetzt nicht, Max. Also guck mal, das ist ja nur ein Haus. Aber ja, okay. Also, aha. Warte. Also ich sag's mal so. Ja. Ich habe zwei Ideen. Aha. Entweder ja, ich werde das Ding hier eigenhändig abreißen. Oha, okay, das klingt sehr drastisch. Was ist Option Nummer 2? Oder Option B, ja, es gibt eine Mieterhöhung. Hä, weil ich was gebaut habe? Ja, das Ding ist, du hast ja davor einen Diamanten die Woche gezahlt, weil du so in einem Erdloch gewohnt hast. Jetzt wohnst du halt hier in einer 500 Quadratmeter Luxus-Penthouse-Wohnung. Die ich selber gebaut habe, ja. Und deswegen jetzt ist der Mietpreis jetzt ein Diamant pro Tag. Pro Tag? Ein Diamant. Das sind 30 Diamanten im Monat. Das sind 300 Diamanten im Jahr. Ist eine Luxuswohnung. Ist eine Luxuswohnung. 365, um genau zu sein. Ja, also. So, entweder jeden Tag ein Diamant oder das Ding hier wird abgerissen. Alter, ich muss jetzt jeden Tag ein Diamant. Ach, Mann. Ja. Ach, ja. So, wir fangen heute direkt damit an. Ja, dann komm mit, dann gehe ich jetzt in mein geheimes Diamantlager, kannst du mir die Wand aufmachen, ich habe keine Pickaxe mehr dank dir. Ein Diamant, das klingt ein bisschen nach einem Betrug, sage ich dir ehrlich. Hey Leute, ich soll jetzt ein Diamant am Tag zahlen, wie soll ich das denn bezahlen, Leute, das ist doch viel zu viel. Och Mann, ey, hier, Diamant des Tages, nenn ich's. So, hier ist dein Diamant des Tages, bitteschön. Miete, ich werde jetzt auch eine Kiste aufstellen, da werde ich ein Schild dran machen, Mieteinnahmen. Ja. Und wenn jeden Tag ist da ein neuer Diamant drin. Nein. Und wenn er geklaut wurde, was ist dann? Wenn er nicht drin ist, ja, wir machen die Kiste an einem geheimen Ort, wo niemand weiß, wo die ist. Ja, wenn der Diamant nicht drin ist, dann ist es am Folgetag einer extra. Dann sind es zwei. Beziehungsweise dann drei Diamanten. Was? Also, oh Alter, ey. Dann Max, ist nämlich ein Diamant Zins. 100% das, Strafzins. Ey, das ist doch kriminell, was du hier mit mir machst. Aber weißt du was? Ist okay. Ich hab das. Ich bin reich, weißt du? Das ist okay. Okay, und wenn bei zweite Mahnung, ne, das dupliziert sich immer mehr. Ja. Also es ist jeden Tag ein Diamant Strafzins. Ja. Und beim dritten Mal Sprengung. Hä? Direkt Sprengung? Ja. Du kriegst zwei Mahnungen und dann Sprengung, wenn der Diamant da nicht da ist. Ja, okay. Ich werde mal pünktlich zahlen. Dann sag nur, wo die Kiste besser ist und dann das lege ich die da rein. Ich stelle jetzt kurz die Kiste auf und dann zeige ich dir, wo die ist. Ja, ist so, okay. War mir eine Freude. Ey, aber Max, ganz kurz, ja? Ja. Kannst du irgendwie dein Haus umbauen? Das sieht ganz schön krass so aus wie meins, muss ich sagen. Ne? Ey! Nein! Ey, der Ehrenlose! Alter! Ey, das gibt's doch nicht! Der kann sich auch was gefasst machen. Was, ey? Was soll das? Kannst du mal deinen Spawnpunkt auf dein Bett setzen das und nicht in mein Bett schlafen? Ich hab noch kein Bett. Regel Nummer 2. Hab ich noch Wolle? Nein, ich hab keine Wolle. Geh dir bitte Wolle holen. Ja. Kannst du Amirs Farm gehen? Ja. Dann stellst du dir ein Bett auf. Ich stell mir ein Bett auf. Ist nur du schläfst keine Nacht mehr in meinem Bett. Ja, okay. Wir können Nachbarn, wir können friedlich zusammenleben. Ja, gut. Aber, wie gesagt, regelmäßig und immer pünktlich die Miete zahlen, dann kann das hier gut gehen. Und guck bitte, dass du dein Penthouse hier schön neben meinen baust. Ja, mach oben dieses hässliche Cobblestone weg, richte das schön ein, dann muss da noch so ein Stützpfeiler runtergezogen werden, wie das auch bei meiner Penthouse-Wohnung ist. Ja. Dann bau das bitte schön, mach überall schön Laternen. Ja, das kriege ich hin, das kriege ich hin. Ja. Die Axolotls, wo hast du die her? Die wollte ich dir auch noch nachmachen. Da sind keine Haustiere geduldet. Was? Okay. In dem Mietvertrag sind keine Haustiere geduldet. Verstehe, das ist okay, weil ich wäre auch auf der Suche noch nach zwei Hunden gewesen, aber gut, okay. Ja, nee, darfst du nicht. Das kriege ich hin, ich werde ein guter Mieter sein ab jetzt. Ab jetzt keine Probleme mehr. Das hoffe ich doch, ja.
Warte mal, ich zeig dir jetzt mal noch, wo wir die Kiste aufstellen. Ja. So, wir stellen die Miete am besten, die Mietkiste. Lass mal überlegen, wo machen wir die hin? Irgendwo, wo die nicht jeder sieht. Ja, ja. Nee, warte, hier ist nicht gut. Ja. Hier, wir machen die hier im Treppenhaus, dann baust du einfach den Block weg, ja? Ja, okay. So, dann stellen wir jetzt hier die Kiste gleich hin. Direkt, wenn man reinkommt. Und da ist dann immer ein Diamant drin. Okay, aber den ersten Diamanten hast du schon bekommen. Den habe ich ja schon bekommen, ja, ja. Ja, gut. Für heute. Kannst ja heute Abend vielleicht schon den direkt für morgen reinlegen. Ja, das sollte ich machen. Ich möchte keine Sprengung. Ja. Und du möchtest auch nicht doppelt zahlen. Dann baust du nämlich einfach immer hier den einen Block weg. Ja, ja, ja. Musst du nur den einen wegbauen, reinlegen verstehe, und dann wieder hin. Verstehe. Ja, das kriege ich hin. Das ist kein Problem. Und es weiß niemand von dieser Kiste. Das stimmt. Wie soll das also denn jemand rauskriegen? Ja, wenn da nichts drin ist, dann weiß ich, dass du nicht bezahlt hast. Ja, okay. Ich werde aber bezahlen. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Na gut, dann bau mal deine Hütte schön weiter. Ja, okay. Dann vielen Dank, Mieter. Ja. Ja. Okay. Mach's gut, ciao. Ciao. Alter, Leute, das war ja ein Riesenerfolg. Habt ihr gesehen, wie er sich aufgeregt hat, Leute, weil ich sein Haus nachgebaut habe? Und sogar, Leute, jetzt schaut mal her, wenn ich jetzt hier nämlich hingehe, kann ich ihm sogar zugucken, weil ich ihn sehe. Und ich werde ihn jetzt noch mal ein bisschen weiter nerven. Und jetzt habe ich geschrieben, ich sehe dich. Und schaut mal, jetzt das wird ihn richtig aufregen. Also, ich glaube, das wird ihn... Warte, ich ruf mal rüber. Hallo, Nachbar, hallo. Alter, Leute, das ist ein Traum. Ich sag euch ehrlich, wir können jetzt den ganzen Tag ein Crymax einfach nerven. Hallo, Nachbar. Ja, hallo. Okay, Leute, er ist schon richtig genervt. Ey, ich sag euch ehrlich, heute ist so ein bisschen wie Weihnachten für mich. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr funny gewesen. Und er hat geschrieben, ich glaube, ich brauche getöntes Glas, weil er mich nicht mehr sehen will. Aber gut, Leute, wir werden jetzt das Haus noch ein bisschen umbauen. Das war auf jeden Fall schon mal ein Riesenerfolg. Er hat ja recht. Wir müssen das alles immer ein bisschen schöner machen. Ich werde jetzt erstmal hier wieder meine... Ich bin ja hier oben leider erledigt. Werde ich meine Kiste hier einmal aufheben. So. Ja, die Level sind mal wieder weg. Erst tötet Alphastein mich. Wobei, da muss ich sagen, Leute, im letzten Video dachte ich, dass Alphastein mich getötet hat. Das habt ihr ja alle gesehen. Aber ich habe in den Kommentaren gelesen, dass ich anscheinend ertrunken bin einfach nur. Und dass ich deswegen gestorben bin. Und ja, dafür musste ich mich auf jeden Fall nochmal bei Alphastein entschuldigen. Was ist denn jetzt? Kommt jetzt der Vermieter nochmal rüber? Er hätte jetzt hier Schilder hingemacht. Es gibt's ja gar nicht. Er hat jetzt hier wirklich eins... Und Hausnummer 1a. Ey, Leute, ich kann das nicht. Ich sage euch echt, das ist viel zu witzig. Jetzt gehen wir hier nochmal runter. So. Bam. Was sind denn so Sachen? Wie könnte man denn seinen Nachbarn nochmal so richtig hier auf die Palme bringen, Leute? Ich will ihn auf jeden Fall mal ein bisschen testen, sage ich mal. Gut, also das machen wir jetzt. Den Poller machen wir jetzt auch noch. Wir werden mal hier... Ja gut, wir haben genug Steine dabei. Ich werde jetzt erstmal die Wand hier richtig machen. Das hat der gute Herr Vermieter ja gesagt. Aber ich sage euch ehrlich, schreibt mal in die Kommentare. Das ist natürlich alles mit einem Augenzwinkern zu betrachten. Er findet es doch selber lustig, sage ich euch ehrlich, Leute. Deswegen werden wir es hier alles mal ein bisschen schöner machen. Ich muss auf jeden Fall auch nochmal Eisen sammeln gehen, damit wir auch Laternen bauen können. Also ich muss so sagen, das ist somit das lustigste Video, was ich hier bisher aufgenommen habe auf der YouTuber-Insel. Und ich denke schon, dass es eine echt witzige Zeit werden könnte mit mir und iCrymax, dass ich ihn da so ein bisschen ärgere. Er prankt vielleicht mich auch mal zurück oder so. Das wäre auch ganz lustig eigentlich. Ich weiß nämlich gar nicht, wo die anderen YouTuber wohnen. Sonst hätten wir da vielleicht auch mal so Faxen gemacht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wen soll ich als nächstes pranken. Also ich habe da echt ein paar lustige Idee noch auf Lager. Wir werden auch nochmal iCrymax da ein bisschen ärgern die Tage. So, aber jetzt bauen wir erstmal diesen Poller hier, weil das hat er gesagt, sollen wir bauen. Und ein eigenes Bett müssen wir auch besorgen. Ein Abstand. Okay, verstehe. Das hier wird der Poller. Bevor wir den Poller bauen, können wir aber hier erstmal auf Nummer sicher nochmal was hinbauen. Und zwar, Leute, wenn ich jetzt nämlich nicht hier runterfallen will, dann muss ich nämlich hier nochmal komplett einen neuen Boden reinsetzen. Das mache ich jetzt mal schnell. Das habe ich nämlich auch in den Kommentaren gelesen, dass ich hier einen Boden hinbauen sollte, dass iCrymax das auch gemacht hatte. Deswegen bauen wir jetzt hier den Boden nochmal komplett hin. Generell mache ich vieles, was in den Kommentaren steht, nehme ich mir echt zu Herzen, Leute, und nimm das dann auch so an und mach das dann auch. Denn ihr habt da teilweise echt sehr, sehr gute Tipps, muss ich sagen. Und das ist immer sehr, sehr hilfreich, wenn man da nochmal ein paar tausend Leute hat, die einem da gute Tipps geben. Wir haben natürlich noch einiges vor uns, aber bis jetzt sieht das schon sehr, sehr gut aus. Ich bin jetzt gerade nochmal auf dem Weg, nochmal neue Steine zu holen. Habe ich denn überhaupt noch welche da? Wir müssen vielleicht nochmal Cleanstones herstellen.
als ob ich keine Steine mehr habe. Okay, da waren jetzt schon sehr, sehr viele, die jetzt draufgegangen sind. Ich weiß gar nicht, ob wir es mit den Steinen, die wir bisher haben, schaffen, hier komplett die Poller fertig zu bauen heute noch. Schauen wir mal eben. Wie viele Steine habe ich denn? Ja, nochmal 37. Das ist nicht viel, Leute. Das ist echt nicht viel. Kann ich die hier vielleicht wieder zurückverwandeln? Nee, das geht leider nicht. Ja gut, also der erste Poller ist jetzt schon fast fertig. Denn der geht gar nicht ganz bis zum Boden runter. So, der erste Poller ist jetzt schon mal fertiggestellt. Obwohl, hier kommt noch was hin. Jetzt können wir das Wasser wieder mitnehmen. Und jetzt fehlt nur noch der zweite Poller da hinten. Und ich weiß gar nicht, ob er drei aktuell hat. Hat er da hinten überhaupt einen? Ah, da gut, da ist ein Berg, der das Ganze stützt. Aber gut, den haben wir nicht. Wir müssen da hinten den Poller nochmal runter machen. Da brauchen wir nämlich viel, viel mehr. Deswegen jetzt mal ganz kurz loslaufen müssen in diese eine krasse Höhle, die wir ja mal gesehen hatten. Und mit etwas Glück werden wir da mal ein bisschen Kohle finden, damit wir hier weitermachen können. Die Höhle war richtig krass. Ich glaube immer noch, dass da irgendein YouTuber einen Spawner drin hat. Weil da waren so unendlich viele Zombies. Das kann eigentlich nicht normal von Minecraft so sein. Und wir müssen auch noch zu Amias Farm und da ein bisschen Wolle klauen, damit wir ein Bett bauen können. Also drei Wolle brauchen wir dafür. iCrimex hat es uns ja auch eh erlaubt. Wir haben mittlerweile 31 Kohle. Ich fahre aber jetzt erstmal zu Amias Farm, weil da wurde mir gesagt, soll ich mir ein bisschen Wolle abholen. Das mache ich dann natürlich gerne, weil ich weiß sonst nicht, wo ich hier von der YouTuber-Insel Wolle herbekommen soll. Und Leute, ihr müsst mir mal in die Kommentare schreiben, soll ich mal meine Burg wieder besuchen? Also erstmal natürlich die hier auf der YouTuber-Insel, die ja kaputt gemacht wurde von den anderen. Sollen wir da mal schauen, was noch übergeblieben ist? Und Leute, ich habe hier noch eine Burg auf der anderen Insel, Leute, auf der Alpha-Insel. Da hatte ich ja eine Burg gebaut. Warte mal, ist da hinten die Farm? Ja, das müsste sie sein. Sehr gut. Ich habe ja, wie gesagt, noch zwei Burgen, die ich besuchen kann. Schreibt es mir in die Kommentare. Also ich würde echt gerne mal die YouTuber-Inselburg hier, also die erste Alpha-Burg besuchen, die da leider zerstört wurde. Und mal schauen, ob man da noch irgendetwas verwenden könnte. Okay, Leute, mittlerweile ist es dunkel. Ich musste gerade kurz unterbrechen, aber es geht hier direkt weiter, denn hier sind wir jetzt bei Amias Farm. Und da dürfen wir uns ja, wurde gesagt, dürfen wir uns ein wenig Wolle mitnehmen. Und, oh mein Gott, Leute, es laggt hier schon. Was ist denn? Hallo? Hey! Hä? Hier ist einfach ein Villager drin. Alter, Leute, es laggt zu doll. Ich werde da mal helfen dem Arm hier, dass die vielleicht ein paar Schafe mal verschwinden, weil das zu viele sind. So, genug Wolle habe ich jetzt. Danke dafür. Alter, es hängt richtig doll. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, mein Spiel crasht. Ey, stopp, ey. Was ist denn jetzt los? Okay, Leute, also das werde ich nie wieder machen. Ich werde nie wieder diese Farm hier besuchen, Leute. Das ist ja geisteskrank. Das ganze Spiel ist fast abgestürzt, weil da hunderte Hühner waren. Ich musste leider ein, zwei erledigen, weil die rausgelaufen sind. Hab aber dafür natürlich wieder die neue gezüchtet. Also das sollte eigentlich passen. Da sollte sich keiner beschweren. Wir können aber jetzt erstmal zurück und das Bett bauen. Und dann haben wir unseren Respawn-Punkt auch gesetzt. Ich habe auch ein bisschen Essen dadurch. Ich habe bekommen die Hühner gerade. Danke an Amir da auf jeden Fall. Eigentlich müssten wir uns da mal bei ihm bedanken. Im Diamanten oder so. Wenn wir das Geld mal überhaben. Aber bisher sieht es da ein bisschen mau aus. Wir werden jetzt aber mal wieder zurückfahren. Ah, so ein bisschen Kohle hier lasse ich natürlich nicht mir entgehen. Das nehmen wir natürlich mit, Leute. Hier, bam, bam, bam. Schön die Kohle einpacken. Und dann geht es jetzt zurück. Dann können wir die Poller auf jeden Fall mal fertig bauen. Das Bett haben wir auch erledigt. Was hatte iCrimex noch gesagt? Was sollten wir noch erledigen, Leute? Ich muss jetzt gleich mal überlegen. Aber gut, wir sehen uns, wenn ich zurück bin. Also ich bin mal wieder hier unten. Hier bei Amias Arena soll das wohl sein. Und von unten sieht das schon ganz witzig aus, weil das zweimal echt original dasselbe Haus ist. Wenn natürlich iCrimex damit ein Problem hat, dann baue ich es natürlich ab. Das Haus ist ja gar keine Frage. Aber er kriegt jetzt ja seine Miete. Er will das ja auch so. Das passt dann ja eigentlich. Und Leute, wenn ich die Miete nicht zahle, dann sprengt er das Haus. Und das will ich auf gar keinen Fall. Weil ich habe da richtig viel Zeit auf jeden Fall auch aufgewendet. Das war auch sehr aufwendig gewesen. Aber das ist schon alles in Ordnung so, Leute. Wir gehen jetzt auf jeden Fall hoch und bauen erst mal ein bisschen weiter. Ich habe mir auch Essen auf dem Weg besorgt. Dann bauen wir jetzt den Poller auf jeden Fall fertig. Und das Bett können wir jetzt auch endlich aufbauen. So, die Hausnummer 1a. Das ist unser Eingang. Hier geht es rein, Leute. Und jetzt müssen wir einmal noch, also ich werde doch die Küche nochmal umbauen, dass wir quasi die auch benutzen können mit unserem Ofen. Und da haben wir es auch schon, das weiße Bett. Sehr gut, das platzieren wir einmal. Und dann können wir da schon unseren Spawnpunkt festlegen. Und jetzt nehmen wir hier nochmal ein paar Steine mit, dass wir hier direkt weiterbauen können an den Poller. Viel braucht es da eigentlich gar nicht mehr, denn der Poller ist schon fast fertig, muss ich sagen. Obwohl, wartet mal, nein, wir mussten doch jetzt hier den Poller hier drüben bauen. Nee, der hat gerade erst angefangen. Müssen wir mal schauen, wie viele Steine wir brauchen. Ich denke mal, so 200, 300 Stück werden das locker sein. So, bam, das haben wir erledigt. Jetzt geht es einmal runter. Und jetzt müssen wir diesen Poller hier bauen. Und das wird relativ aufwendig, weil der sehr, sehr groß ist. Der geht ja wirklich bis nach ganz unten runter, Leute. Müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das hinkriegen. Wir fahren mit Wasser erstmal. So. Und dann immer hier schön, zack, zack. Ey, das ist so schlau. Ich weiß nicht, wie iCrimex den gebaut hat, aber wenn er den nicht so gebaut hat mit Wasser, dann war das auf jeden Fall sehr, sehr aufwendig. Da kommen schon Pfeile von hinten angeflogen. Oh, okay, okay, okay. Ey, 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 wow, 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 wow. Alter, das sind drei Skelette. Zwei hier unten und eins da oben sogar noch. Wir schwimmen hier einfach mal wieder hoch. So, und weiter geht's. Vielleicht esse ich mal kurz was. Nein.
Och nein, Leute, ich wollte doch gerade was essen, ey. Ja gut, ich war ein bisschen unvorsichtig, aber ich habe eh nichts, was ich verlieren kann. Ich laufe einfach wieder, ich hatte keine Level, Leute. Das Einzige, was man verliert, ist nämlich sein Level hier bei uns. Und deswegen laufen wir jetzt einfach zurück. So, dann springen wir hier runter. Dann sammeln wir wieder alles auf. Oh Mann, ey. Und jetzt kannst du einfach direkt auch wieder weitergehen. Okay, Leute, jetzt hat sich hier einiges geändert. Ich muss schnell hochgehen und dann muss ich euch schnell was zeigen. Und zwar, während ich den Poller hier fertig gebaut habe, der ist jetzt auch fertiggestellt, hat iCrimex geschrieben, alle YouTuber aufpassen, Alpha und Russik jagen uns. Daraufhin haben wir ein bisschen miteinander geschrieben und Stani hat jetzt gesagt, lass uns versammeln. Und deswegen wollen wir jetzt am besten mal zur Versammlung hingehen, weil ich will natürlich nicht gejagt werden. iCrimex hat geschrieben, Candy, wo bist du? Und ich habe geschrieben, da, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben, 1A. Ich denke, er wird verstehen, wo das ist. 1A ist nämlich meine Hausnummer, weil wir dürfen natürlich jetzt hier nicht im Chat so schreiben, als wenn keiner mitlesen würde. Denn der Alpha-Clan liest den Chat anscheinend mit. Wir warten mal auf iCrimex, vielleicht kommt er ja. Mal schauen, ob er jetzt herkommt. Ich werde schon mal meine Diamantenrüstung anziehen, dass wir da wenigstens ein bisschen was anrichten können. Hä? Wartet mal, die Diamantenrüstung habe ich doch heute irgendwo noch drin gesehen. Also iCrimex ist auf dem Weg. Ach, hier oben ist die drinne. Ah, sehr gut. Wartet mal, so, bam. Zack, zack, zack. Wir haben noch ein OP-Schwert, eine komplett verzauberte Rüstung haben wir auch noch. Aber die ist nämlich auf der anderen Insel, bei uns nämlich in der anderen Burg. Ich werde jetzt schon mal die Miete für morgen reinlegen. Nicht, dass ich da irgendwann mit einer Sprengung rechnen muss. So, die Miete ist drin. Und jetzt warten wir auf iCrimex. Hallo? Hey, 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 hallo, Max? Bro, wir werden gleich angegriffen. Was redest du? Warum, warum, warum? Wir werden gleich angegriffen. Hä, von wem? Ich hab hier gerade durch den Berg die Namen von Russik und Alphastein gesehen. Oh nein, 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 was machen wir jetzt? Die schießen Pfeile, wer schießt hier Pfeile? Down, down, down! Nein, aua! Okay, okay, Vorsicht, pass jetzt, auf, Vorsicht. Pass auf. Ja, ich bin jetzt hier beim Wasser. Oh, 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 oh. Schieß oh, Pfeile, oh. Schieß Pfeile. Ich hab keine Pfeile, oh, lauf, 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 lauf. Schreib in den Chat, dass wir angegriffen werden. Schreib Stani und Alpha, wir werden angegriffen. Oh nein, komm, wir werden angegriffen. Kommen. Okay, wir müssen das, komm, wir schaffen das, wir schaffen das. Ja, wir schaffen das auch, wir werden die platt machen. Hast du ein Diaschwert, zieh deine Rüstung an. Ich hab, die Rüstung habe ich an, aber ich hab die kommen, eine Axt gerade da. Alter, was soll das? Ey, hallo, hört auf damit. Hat der Netherite? Warum hat der eine Netherite-Rüstung? Was, der hat eine volle Netherite-Rüstung. Ey, die sind übelst krass ausgerüstet. Ey, was soll ich denn jetzt machen? Okay. Verteidige dein Haus. Ich verteidige mein Haus. Ich habe ihn zweimal gehittet, zweimal gehittet. Sehr gut, sehr gut. Ich passe auf, dass wir nicht von hinten irgendwie angegriffen werden. Ja, pass auf, irgendwo ist noch Alphastein. Alter, Leute, Alphastein und Russi greifen uns gerade an. Was ist denn jetzt los? Das sogar am Ende des Videos noch, Leute. Das ist richtig krass. Was hier alles passiert, werdet ihr im nächsten Video erfahren, Leute. Ciao mit Au.